Liebe Frau, Ihnen, da muss ich Ihnen leider sagen, die FDP mit ihrem Antrag hier auch zur Tierschutzorganisation PETA, was ist da aus der alten Bürgerrechtspartei FDP eigentlich geworden? Und da ist die CDU, die einen Parteitagsbeschluss hat, zu einer Umweltorganisation und beschließt, wir wollen dir die Gemeinsamkeit entziehen, obwohl Sie, wenn Sie dabei gewesen wären im Ausschuss bei der Anhörung, gehört hätten, die bewegen sich genau innerhalb Ihres Zwecks und sind natürlich zu Recht gemeinnützig, auch wenn es Ihnen nicht passt. Und auch Herr Merz versteht wohl das Gemeinsamkeitsrecht eher als Strafrecht. Gut ist, es gibt Gewaltenteilung. Und es entscheidet über Gemeinsamkeit nicht Herr Merz, nicht die CDU/CSU, zum Glück auch nicht die AfD, meine sehr geehrten Damen und Herren. Es war mir eine Ehre, Mitglied dieses Bundestags zu sein. Tschüss und auf Wiedersehen. Herr Kollege Morbasat, ich danke auch Ihnen für Ihren Dienst in der parlamentarischen Demokratie und wünsche Ihnen für Ihren neuen Lebensabschnitt alles Gute. Und Herr Kollege Dr. Baumann, für den Zwischenruf, Sie sind der Hetzer, rufe ich Sie zur Ordnung. Und jetzt erteile ich das Wort. Vorsicht, Vorsicht. Solche Entscheidungen des Präsidenten kommentiert man nicht, weil es ist die nächste Ordnungswidrigkeit. Das will ich jetzt nicht tun, sondern ich lasse es mit der Belehrung Fraktionsvorsitzender Gauland und Herr Brandner bewenden. Es ist in Mode gekommen, innerhalb der Union fast wöchentlich für konkrete gemeinnützige Organisationen die Entziehung der Gemeinnützigkeit in den Raum zu stellen. Und es ist auch häufig in der FDP der Fall. Und deswegen habe ich mich gefreut, Frau Ihnen, was Sie heute gesagt haben, das kann ich alles unterschreiben. Aber es ist nicht die Mehrheitsmeinung in der FDP. Das Urteil des Bundesfinanzhofs zur Gemeinnützigkeit von ATTAC hat eine erhebliche Verunsicherung ausgelöst, ob und wie gemeinnützige Organisationen ihre Ziele auch durch Einflussnahme auf die politische Willensbildung verfolgen dürfen. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über. Oh, um Gottes Willen. Kollege Bartle, sehen Sie es mir nach. Ich hatte mich gerade eben noch erkundigt, in welcher Funktion Sie sprechen. Also der Abgeordnete Norbert Bartle hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Kollege Bartle, ich entschuldige mich noch mal für das Versehen vorhin, aber ich hoffe, das hat nun auch diejenigen, die nicht wussten, dass sie heute das letzte Mal voraussichtlich an dieses Redepult treten, aufmerksam gemacht. Ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute für den neuen Lebensabschnitt. Und auch hier habe ich eine persönliche Bemerkung. Wir sind gleichzeitig in dieses Hohe Haus gewählt worden, erst noch in Bonn am Rhein und dann die Zeit Umzug nach Berlin und in unterschiedlichster Verantwortung und mit unterschiedlichsten Perspektiven. Also herzlichen, genau, auch das, auch das. Wir sind auf ein richtiges bayerisches Amigo-Netzwerk gestoßen. Wirecard engagierte einen Heer von Anwälten und Lobbyisten, um Politik in ihrem Sinne zu betreiben. Offene Türen hat Wirecard dabei vor allem bei den Granden der CSU und CDU gefunden. Das ist doch der wahre Grund für Ihr Wahlkampfgetöse, lieber Kollege Hauer. Denn anders als Ihre haltlosen Vorwürfe konnten wir im Ausschuss sehr gut belegen, dass Wirecard eine Goldgrube für Ihre ehemaligen Unionskollegen war. Ja, Sie konnten sich nicht mal dazu durchbringen. Frau Kitzitepe sprach von einem Glücksfall, sich bei den Geschädigten zu entschuldigen, meine Damen und Herren. Was ist das für eine Kultur und eine Ethik in unserem Lande? Deshalb muss ich hier an dieser Stelle nochmals klar sagen, Herr Scholz, treten Sie als Minister endlich zurück und schlagen Sie es sich aus dem Kopf, Kanzler dieser Republik zu werden. Das Fass ist übergelaufen und das bei ausgeschlagenem Boden, meine Damen und Herren.
Und Frau Merkel, sie ist nicht hier. Wenn Herr Scholz nicht gewillt ist, von sich aus zurückzutreten, dann wäre es an Ihrer Stelle als Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland, Herrn Scholz umgehend freizustellen. Machen Sie endlich Gebrauch von Ihrer Richtlinienkompetenz. In der Flüchtlingskrise war das doch auch möglich. Hier wäre es aber tatsächlich mal richtig, meine Damen und Herren. Und durch die Wirecard-Insolvenz wurden dann auch Ihr Aufsichtstiefschlaf, Herr Scholz, und die Ihres Ministeriums beendet. Wir haben einen Minister erlebt mit unglaubwürdigen Erinnerungslücken, mit fadenscheinigen Ausreden, mit verspäteten Aktenlieferungen, mit vorenthaltenen Informationen. Er und sein Ministerium haben bei der Rechts- und Fachaufsicht über die BaFin schlicht versagt. Und die Einzigen, die das in Frage stellen, und das merken Sie ja auch durch die rege Teilnahme an diesem Austausch hier, ist die SPD. Der Aufklärungswillen von Ihnen, Kollegen Sozialdemokraten, der wäre sicherlich größer gewesen, wenn nicht Ihr Kanzlerkandidat im politischen Fokus dieses Skandals gestanden hätte, Herr Scholz zu schützen. Das war der oberste Auftrag der Sozialdemokraten in diesem Untersuchungsausschuss. Und das zeigt auch, dass der Kollege Kiesel-Thepe das Wort BaFin nicht ein Wort hier in Ihrer Rede wert war. Und da passt es auch ins Bild, dass wir noch vorgestern erfahren haben, dass ein hochrangiger Beamter von Ihnen, Herr Scholz, sich im Vorfeld einer Zeugenvernehmung an die BaFin gewandt hat, mit dem Ziel, von dort Unterstützung für kritische Fragen gegen eine Zeugin zu erhalten. Vielen Dank an Kollegen De Masi, der da kritisch nachgefragt hat. Das ist mehr als schlechter Stil. Da fehlen einem fast die Worte. Sehr geehrter Kollege De Masi, würden Sie vielleicht zur Kenntnis nehmen und bei den Fakten bleiben, dass Markus Braun bis zum Tag der Insolvenz Mitglied im Think Tank des Bundeskanzlers der Republik Österreich, Herrn Kurz, war. Dieser gehört der ÖVP an, dass Herr Markus Braun 70.000 Euro den NEOS sozusagen in Österreich entsprechend zukommen hat lassen? Und würden Sie auch zur Kenntnis nehmen, dass sicherlich die FPÖ, die ich tatsächlich als unsere Schwesterpartei, und da bin ich auch stolz drauf, bezeichne, damit überhaupt, ja, beruhigen Sie sich, Sie werden auch noch Demokratie an dieser Stelle vielleicht lernen, dass das genauso zum Spektrum dazu gehört. Und würden Sie da einfach bei der Wahrheit bleiben, weil Sie haben schon zu Beginn des Ausschusses widrig unterstellt, ich würde irgendwelche Informationen weitergeben. Eins hat doch der Untersuchungsausschuss gezeigt, dass die ÖVP und Kanzler Kurz hier gewaltig mit drin hängen. Und mit der ÖVP beileibe habe weder ich was noch zu tun, noch meine Fraktion. Das ist nicht unsere Schwesterpartei. Das ist die Schwesterpartei, glaube ich, eher im Geiste und in der Beziehung einer der Regierungsparteien hier im Parlament. Wissen Sie, Herr Gottschalk, vielen Dank für die Frage und dass Sie mir die Gelegenheit geben, zu antworten. Denn eine große Ungerechtigkeit im Parlament ist ja immer, dass meine Redezeit zu kurz ist. Deswegen kann ich natürlich nicht immer alle Details erwähnen. Es ist korrekt, dass Herr Braun Berater, Chefberater von Sebastian Kurz war, auf den Sie sich ja auch häufig positiv bezogen haben. Aber wenn wir schon bei der Sache sind, jetzt diese ganze Liste zu vervollständigen, dann möchte ich doch den Hinweis geben, dass ein FPÖ-Politiker immerhin daran beteiligt war, das Flugzeug zu organisieren, mit dem Herr Marschalek in den Wolken verschwunden ist, um nur mal ein kleines Detail zu nennen. Und wir könnten dann auch gleich bei dieser Gelegenheit darauf hinweisen, dass der Head of Accounting, also der Chefbuchprüfer von Wirecard, ein Cousin Ihrer geschätzten Kollegin Frau von Storch ist. Nun gibt es keine Sippenhaft, aber das sind natürlich auch interessante Zufälle. Deswegen weiß ich, dass viele Kollegen und insbesondere Kolleginnen häufiger zu Recht genervt sind, wenn wir hier den FC Bundestag in die Debatte einbringen. Aber wissen Sie, was die eigentliche Leistung des FC Bundestages ist? Leider nicht die sportliche Leistung. Aber es liegt an dir. Sondern das, was dort in der Kabine besprochen wird, erstens in der Kabine bleibt und zweitens, dass ich eine Sache gelernt habe in meinen Jahren im Parlament, dass nämlich der persönliche Austausch, die Frage, wie geht es dir eigentlich? Wie geht es deinen Kindern? Wie geht es deiner Familie? Dieses Gespräch führt man interessanterweise viel häufiger mit Vertreterinnen und Vertretern anderer Fraktionen, mit denen man nicht in einem politischen Wettbewerb steht. Und auch das sollte uns etwas zu lernen geben über das politische Geschäft. Böse Zungen behaupten, dass die Bilanz des Kapitäns Fritz Günzler als Trainer
nicht von Erfolg gekrönt gewesen sei. Ich will zu seiner Verteidigung sagen, dass wir unser letztes Spiel kurz vor der Begegnung Deutschland-Ungarn hatten und wir hatten eigentlich nur versucht, den Sepp Herberger-Trick nachzuspielen. Und ein großes Problem an unserer sportlichen Performance ist leider auch, dass einige auf dem Platz immer noch denken, der Markt regelt das. Das tut er nicht. Man muss auch laufen. In diesem Sinne, ich bedanke mich für die Zusammenarbeit. Ein herzliches Dankeschön für die gute Zusammenarbeit. Beruflich weiterhin viel, viel Erfolg, mehr oder weniger, je nachdem, wie es parteigebunden sein wird. Viel Erfolg und im privaten Leben alles, alles Gute. Bevor ich an meine liebe Kollegin Claudia Roth übergebe, noch eine kleine Bemerkung von mir. Suchen Sie sich aus allen Abschiedsreden, die Ihnen gut gefallen haben, das Beste raus. Subsumieren Sie es und wenden es auf mich an. Bevor ich gehe, möchte ich nach 30 Jahren Politik für unsere Menschen auf kommunaler, Landes- und Bundesebene mich bedanken, mit Demut Danke sagen. Ich bedanke mich bei allen Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern, wünsche Ihnen alles Gute und sage voller Freude und voller Fröhlichkeit Danke und Tschüss. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Dagmar, ey! Und die Frage ist ja auch, die muss ja auch gestellt werden, Herr Altmaier hatte offenbar so viel Sorge vor dieser Debatte heute, dass er in die USA geflogen ist. Schade, dass er nicht da sein kann, aber der FC Bundestag ist eben schon genannt worden. Und ich muss mal eins sagen, Olaf Scholz ist auf dem Transfermarkt ziemlich gut aktiv geworden, denn wir haben uns den Schweizer Chef der Finanzaufsicht dort sichern können und wir haben alles dafür getan, dass wir einen Weltklasse-Spieler hier in unser Team bekommen. Und was hat Peter Altmaier gemacht bei der Wirtschaftsprüferaufsicht? Er hat eine Anzeige in der FAZ geschalten. Naja, das kann ja was werden, meine Damen und Herren. Und wenn wir dieses Wirecard-Memory weitermachen, wenn wir weiter die Steine auflegen, ja, was kam denn dann? Dann kam Karl Theodor zu Guttenberg. Und ich danke auch dem Kollegen Michelbach, der da ganz klare Kante gefahren hat und gesagt hat, das geht nicht. Er hat die Kanzlerin damit beschädigt, hat er gesagt. Richtig so. Aber er hat sich vor allem auch die Taschen voll gemacht. Über 800.000 Euro bei Wirecard kassiert. Dann der nächste Stein, wer kommt dann? Ole von Beust, Peter Harry Carstensen, die Kanzlei Bub Gauweiler. 100.000 Euro im Monat hat die Kanzlei Bub Gauweiler dafür kassiert, dass sie die Drecksarbeit für Wirecard gemacht hat. Das alles ist unter den Wirecard-Steinen, unter den Memory-Steinen und nicht das, was Sie, Herr Kollege Hauer, hier der Öffentlichkeit erzählen wollen. Ich hatte eine sehr erfüllende Zeit, dafür bin ich sehr dankbar. Liebe Frau Präsidentin Claudia Roth, ich habe immer kritisch gesehen, die Claudia Roth, welche tolle Präsidentin die geworden ist. Dass sie auch so etwas wie die Präsidentin des FC Bundestags darstellt, erfreut mich. Denn ich denke, zu allerletzt denke ich an diesen FC Bundestag, so wie es der Kollege De Masi gesagt hat. Dort wird in der dritten Halbzeit die richtige gemeinsame Politik für diesen Deutschen Bundestag gemacht, liebe Freundinnen und Freunde, nämlich die Zusammenarbeit über die Parteigrenzen hinweg. Und ich denke mit Stolz an die leider zu früh verstorbenen Kollegen Peter Struck, Thomas Oppermann, Hans-Georg Hauser und vielen, den ich sehr, sehr mit dem Sport in diesem FC Bundestag verbunden war. Und sie haben uns leider zu früh verlassen. Ich denke natürlich aber auch an Persönlichkeiten, die mit uns gespielt haben, wie Joschka Fischer, Theo Weigel und dann natürlich Norbert Lammert und vielen anderen. Auch Wolfgang Schäuble war ja einmal Mitglied des FC Bundestages. Lieber Dr. Michelbach, Sie sehen es, ich glaube, ich kann mit
großer Zustimmung des Hauses mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich bedanken. Seit 1994, das ist eine ganz schön lange Zeit, haben Sie diesem Haus als Bundestagsabgeordnete auch Ihr Gesicht gegeben und 7 Legislaturperioden Dr. Hans Michelbach, irgendwie waren Sie immer da und haben immer dazugehört. Und irgendwie sind Sie aber auch immer der Bürgermeister des Hohen Hauses geblieben. Und das sage ich mit hoher, hoher Anerkennung. Verwurzelt, verbunden, nah sogar grünen Frauen gegenüber. Also ich meine, das ist schon ein Wert für sich. Das muss man erst mal schaffen. Da kann der Herr Dobrindt noch einiges lernen. Und ich weiß nicht, ob es mir zusteht, aber ich würde dem FC Bundestag nicht nur empfehlen, mal wieder zu gewinnen, sondern ich würde ihm auch empfehlen, mal wieder. Ich weiß die Ergebnisse. Nein, aber vielleicht wäre es doch was, einen Ehrenpräsidenten für den FC Bundestag mit Dr. Michelbach zu haben. Denken Sie drüber nach. Ich werde mich dafür einsetzen. Alles Gute, Herr Michelbach. Als Kapitän des FC Bundestages bin ich natürlich schier gerührt, welche Bedeutung diese wichtige Institution des Deutschen Bundestags heute in der Debatte hat. Und wir können ja auch feststellen, dass 5 Redner, die heute zu dem Thema geredet haben, Mitglied des FC Bundestages sind. Und man hat auch in der Ausschussarbeit gesehen, dass der Teamspirit, den wir in der Fußballmannschaft haben, wir auch dort gezeigt haben, auch wenn heute schon in der Debatte klar geworden ist, dass wir ab und zu auf unterschiedliche Tore gespielt haben. Das passiert bei uns beim FC Bundestag, aber ehrlicherweise auch. Eigentore kommen auch bei uns vor, meine Damen und Herren. Lieber Marian Wendt, Ihnen von Herzen Dank für Ihre Politik, die Sie immer mit großem Herzblut gemacht haben, auch in der Streitbarkeit. Also mit Ihnen kann man sich wirklich streiten, battlen. Da gibt es auch genug Grund dafür. Danke für einen streitbaren Innenpolitiker. Dankeschön im Namen des Hauses für Ihre wirkliche Leidenschaft, mit der Sie den Vorsitz des Petitionsausschusses gemacht haben. Wir haben das ja in einer sehr intensiven Debatte noch gar nicht so lange her erlebt, wie dieser Petitionsausschuss unter Ihrem Vorsitz sehr, sehr nah an den Menschen in unserem Land Politik erlebt und Politik mit beeinflusst und gestalten kann. Danke für Ihr Engagement für das Technische Hilfswerk. Ich wünsche Ihnen wirklich von Herzen, dass Sie einen wirklich spannenden neuen Lebensabschnitt jetzt beginnen mit Ihrer Liebsten. Und ich freue mich auch auf Prag. Und da werden wir dann streitbar uns auseinandersetzen über innere und andere Sicherheiten und sonst irgendwas. Und wir werden auch ein Bierchen miteinander genießen. Vielen herzlichen Dank. Ihnen alles, alles Gute. Das nennt man parteiübergreifend. Ich bedanke mich bei unserer Technik, beim Licht und beim Sound, der echt sich deutlich verbessert hat. Ich weiß, wovon ich rede, als alte Rock'n'Rollerin. Bedanke mich bei der gesamten Verwaltung des Hauses, bedanke mich bei den Polizisten und Polizistinnen, die für unsere Sicherheit sorgen, bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ich hoffe, ich habe nie, ach so, auch bei denen, die Kartoffelsalat und Würstler oder was auch immer für uns bereitstellen. Vielen, vielen herzlichen Dank. Seien Sie bitte alle in das Danke mit einbezogen. Ich wünsche Ihnen allen, uns allen Ruhe, runterkommen, Luft holen, Kraft tanken. Ich wünsche, dass Sie alle gesund bleiben, dass diejenigen, die kräftig jetzt in den Wahlkampf einsteigen, einen, vielen Dank, liebe Claudia, einen fairen Wahlkampf miteinander führen, wie sie es in der Demokratie gehört, streitbar, aber fair, nicht unter der Gürtellinie, und hoffe dann ganz viele
Kolleginnen und Kollegen wieder hier treffen zu können, vorausgesetzt, ich werde auch gewählt. Alles, alles Gute, einen guten Sommer und vielen Dank, liebe Claudia, liebe Präsidentin der Parlamentarischen Gesellschaft, auch dir und deinen ganzen wunderbaren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern alles, alles Gute. Und den Bundesrat vergesse ich auch nicht. Wen? Ach so, die Sitzung muss ich anberufen, stimmt. Aber den Bundesrat will ich auch nicht vergessen. Dank für die häufige Teilnahme an unseren Sitzungen. Aber die haben ja jetzt auch was anderes zu tun. Herr Kollege Thurmey, gestatten Sie noch eine Zwischenfrage? Ich kann noch unendlich lange reden, sehr gerne. Das fürchte ich schon.